Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es eine leckere Pasta-Variante, nämlich köstliche Gnocchi. Und zwar kommt die Variante in den Backofen, aber zuerst brauchen wir ein bisschen Pute. Die werden scharf angebraten in der Pfanne. Die Pute wird mit Bacon umwickelt und kommt dann nachher auf die Gnocchi oben drauf. Erst kommt die Soße auf die Pasta in die Auflaufform und die Putenbrust mit dem Bacon oben drauf, damit es schön kross werden kann. Das Ganze verschwindet dann so circa 35 Minuten im Backofen bei 170 Grad. Dann ist das Ganze schön kross und schmeckt einfach fantastisch. Zuerst schneide ich die Putenbrust klein, insgesamt brauchen wir 4 kleine Stücke. Die würze ich dann anschließend mit Salz und Pfeffer. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne. Und hier sind schon mal die Gnocchis, die ich in eine große Auflaufform gebe. Ein Stück Butter dazu. Und sobald die Pfanne heiß ist, gebe ich dann die Putenbrust dazu. Alles scharf anbraten von beiden Seiten. Dann nochmal wenden. Und anschließend nehme ich die Putenbrust aus der Pfanne heraus und lasse es erstmal abkühlen. Dann nehme ich eine zweite Pfanne, gebe den Gorgonzola dazu und lasse ihn erstmal kurz anschmelzen. Dann noch eine Knoblauchzehe dazu, die wird anschließend rausgenommen, mit Sahne aufgießen, Spinat dazu und den Gemüsefond und das alles erstmal kurz aufköcheln lassen. In der Zwischenzeit nehme ich dann schon mal den Bacon und umwickle den um die Putenbrust, jeweils ein Streifen pro Putenbruststreifen. Und wenn der Käse geschmolzen ist, würze ich das Ganze mit Salz, Pfeffer und etwas geriebener Muskatnuss. Jetzt nochmal umrühren. Das ist die Zeit, wo ich schon mal den Backofen etwas vorheize auf 170 Grad. Die Soße gebe ich dann zu den Gnocchi in die Auflaufform. Rühre das Ganze nochmal um. Und obendrauf, damit der Bacon schön kross werden kann, gebe ich dann die Putenstreifen. Anschließend noch etwas mit Estragon würzen. Und fertig ist das Gericht. Vorsicht, wenn es aus dem Ofen kommt, dann ist es ziemlich heiß und ich habe mir schon fast die Finger verbrannt, weil ich mir unbedingt noch ein kleines Stück holen wollte zum Probieren. Es riecht auf jeden Fall fantastisch und dann will ich gleich mal probieren, ob es dann auch wirklich schmeckt. Schmeckt wirklich super lecker, mit frischen Gnocchi schmeckt sowas natürlich am allerbesten. Aus dem Tiefkühlfach schmecken auch gut, wo ich schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, sind die ganz getrockneten, die es dann irgendwo bei den normalen Pasta-Varianten zu kaufen gibt. Wenn ihr einen guten Tipp habt, was Gnocchis angeht, könnt ihr mal in die Kommentare posten. Würde mich freuen, wenn ihr einen guten Tipp habt oder eure Lieblingsmarke. Zu der Pasta-Variante passt natürlich noch ein bisschen Parmesan, bevor sie in den Ofen geht. Wenn ihr welchen habt, könnt ihr noch ein bisschen Parmesan drüber streuen. Zum Rezept einfach die Infobox aufklappen, da kommt ihr zum Rezept. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video und das Rezept gefallen hat. Und lasst ein Abo da, wenn ihr schon längst getan habt, und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!